In diesem Video hacken wir ein paar Schürchen für die 20 cm klassische Slimy-Puppe. Häkle eine Luftmaschenkette mit 4 Luftmaschen plus eine Hebeluftmasche. Falls du gerade mit dem Häkeln anfängst, empfehle ich meine Häkellernen für Anfänger-Serie auf YouTube. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt fangen wir hier auch an mit zweimal das Garn um den Finger legen und dann haben wir eine Schlaufe. Und nun machen wir eine kleine Luftmaschenkette mit 5 Luftmaschen nur für die 20 cm Schürchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und nun fangen wir an, die Sohle zu häkeln. Beginne in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel und häkle 3 halbe Stäbchen in die nächsten 3 Maschen. Jeweils 1 in die nächsten 3 Maschen. 1, 2 und 3. Und dann in die nächste Masche häkeln wir 6 halbe Stäbchen. Also 6 halbe Stäbchen in dieselbe Masche. 1. Zwei, drei, vier, fünf und 6. Und nun ziehe ich hier an dem Fädchen, damit die Masche enger wird. Und dann mache ich wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 3 Maschen. Im Moment ist es ja noch schön langsam, nachher häkle ich ein bisschen schneller. Und wenn du auf einem Computer bist, kannst du in den YouTube-Einstellungen auf dem Video die Geschwindigkeit des Videos verstellen. Also du kannst es auch auf halber Geschwindigkeit schauen, falls es hilft beim Häkeln. Und jetzt machen wir also 5 halbe Stäbchen in die nächste Masche. 2, 3, 4 und 5. Und dann schließen wir die erste Runde mit einer Kettmasche. Und die nächste Runde beginnen wir dann mit einer Hebeluftmasche. Und bitte einen Maschenmarkierer benutzen. Ich mache das hier nicht, irgendwie vergesse ich das immer. Hier ist die Hebeluftmasche. Und jetzt häkeln wir halbe Stäbchen in die nächsten 3 Maschen wieder. Also es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man einen Maschenmarkierer benutzt. Dann vertut man sich nicht. Und hier ist die dritte Hebeluftmasche. Das dritte halbe Stäbchen und jetzt machen wir jeweils 2 halbe Stäbchen in die nächsten 6 Maschen. Also 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche für die nächsten 6 Maschen. Das hier war das erste. Jetzt kann ich hier auch das Garn abschneiden. Das habe ich schön mit eingearbeitet bis jetzt und jetzt können wir es abschneiden und in Ruhe weiter häkeln. Also die zweite Masche, in die wir jeweils 2 halbe Stäbchen häkeln. Die dritte. Vierte. Fünfte. Und sechste. Und dann häkeln wir jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 3 Maschen. Hier ist das erste, zweite und dritte.
Und dann häkeln wir 2 halbe Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Jeweils 2 halbe Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Eins. Zwei. Gerade Motorräder vorbeifahren. Bitte entschuldige. Und hier mache ich gerade eine feste Masche. Das war ein Fehler. Das ist mir erst hier beim Bearbeiten des Videos aufgefallen. Also bitte halbe Stäbchen häkeln. Ich habe eine feste Masche und ein halbes Stäbchen gehäkelt. Das ist falsch, aber du machst es bitte, bitte richtig. Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Und beginne die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche, wie immer. Und dann häkeln wir jetzt nur in die hintere Schlaufe der Maschen. Und zwar nicht wie sonst, sondern nur in die hintere. Und weil mir die hintere nicht stabil genug ist, nehme ich noch eine Schlaufe der vorherigen Reihe auf. Und dann habe ich ein bisschen ein stabileres Schürchen hier. Du kannst aber auch nur in die hintere Schlaufe der Masche häkeln. Das geht auch. Es geht ja jetzt darum, dass wir die Richtung der Häkelarbeit verändern und steil aufwärts häkeln und nicht weiter die Sohle verbreitern. Jetzt häkeln wir nur in die hintere Schlaufe und ich nehme eben dann auch noch eine Schlaufe von der vorherigen Reihe auf, damit alles ein bisschen stabiler ist. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Das musst du nicht machen. Und dann gehen wir rundherum ums Schürchen mit festen Maschen in die hintere Schlaufe. Und das mache ich jetzt alles ein bisschen schneller. Und ich melde mich gleich wieder, wenn wir am Ende der Runde angekommen sind. Und da sind wir schon gleich fast wieder am Ende angelangt und können die Runde mit einer Kettmasche beenden. Und die nächste Runde beginnen wir wieder mit einer Hebeluftmasche und jetzt häkeln wir feste Maschen rundherum. Nicht mehr in die hintere Schlaufe, sondern einfach normale feste Maschen rundherum in dieser Runde. Das ist jetzt für die 20 cm klassische Sammy-Puppe. Ich werde auch die anderen Videos alle hochladen für die 25, 30, 38 und so weiter Puppen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil die Videos sehr, sehr lang sind. Dieses 20 cm Schürchen geht ja noch ganz schnell, aber wenn es dann an die größeren Schuhe geht, das kann dann schon mal ein Stündchen oder länger dauern, das zu häkeln. Und dann zu filmen und zu bearbeiten natürlich.
Das ist schon lustig, sich selber beim Häkeln so zuzuschauen auf der Kamera. Und jetzt sind wir auch schon wieder angelangt am Ende, können eine Kettmasche häkeln und wir beginnen die nächste Runde mit einer Heberluftmasche. Und dann häkeln wir drei feste Maschen, also eine feste Masche in die nächsten drei Maschen. Und dann fangen wir an, das Schürchen ein bisschen zuzuhäkeln oben, indem wir Maschen zusammen abmaschen. Also jetzt machen wir jeweils zwei feste Maschen zusammen. So geht das. Zwei feste Maschen zusammen abmaschen. Das machen wir jetzt 6 Mal. Und das Abmaschen ist auch in der Häkelserie für Anfänger ganz im Detail nochmal beschrieben. Das ist auch alles unten verlinkt unter diesem Video hier, falls du dir das nochmal im Detail anschauen möchtest. Und wenn wir das dann 6 Mal gemacht haben, häkeln wir ganz einfach mit festen Maschen bis zum Ende der Runde. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Runde angelangt und können mit einer Kettmasche die Runde schließen. Und dann beginnen wir die nächste Runde wieder mit einer Hebeluftmasche und machen einfach eine feste Masche in jede einzelne Masche der Runde rundherum. Da, wenn ich dann auch die Masche finde, dann kann es auch weitergehen. Und falls du das Schnittmuster mit der Häkelanleitung bereits gekauft hast, kannst du dir natürlich die Häkelanleitung hier neben dich legen. Auf dem Papier ist es natürlich ein bisschen einfacher, vielleicht als dieser Videoanleitung hier zu folgen. Ich weiß es nicht. Jeder hat hier so seine Präferenzen. Der Link zum Schnittmuster ist auch unten in der Videobeschreibung. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Runde angelangt und können mit einer Kettmasche schließen. Und nun ist es an der Zeit, die kleinen Bändelchen für die Schürchen zu häkeln. Jetzt machen wir 28 Luftmaschen, also eine Luftmaschenkette von 28 Luftmaschen. Und an der häkeln wir dann mit Kettmaschen wieder herunter zum Schuhrand. Und dann haben wir unser erstes Bändelchen für das Schürchen.
Und dann haben wir unsere 28 Hebeluftmaschen gehäkelt. Und jetzt geht's mit Kettluftmaschen wieder an der Kette herunter bis zum Schuhrand. Am Anfang ist es ein bisschen fisselig, aber wenn man dann ein paar Kettenmaschen gehäkelt hat, dann kann man an dem anderen Ende des Bändelchens hier festhalten und dann geht das alles etwas leichter. Und weiter geht's mit den Luftmaschen, mit der Luftmaschenkette und den Kettmaschen. Ich werde das auch ein bisschen beschleunigen und melde mich dann wieder, wenn wir am Schuhrand angekommen sind. Nun sind wir fast wieder an der oberen Schuhkante angelangt mit unseren Kettenmaschen. Und dann werden wir Kettenmaschen häkeln in die nächsten 12 Maschen. Und dann machen wir das zweite Bändelchen. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und dann können wir wieder 28 Luftmaschen häkeln. Und da wir ja schon wissen, wie das geht von dem vorherigen Bändelchen, werde ich das einfach jetzt auch beschleunigen und melde mich dann wieder, wenn wir unten an der Schuhkante angekommen sind.
Und dann sind wir auch schon gleich wieder an der Schuhkante angelangt mit unseren Kettmaschen. Sieht ein bisschen schrecklich aus hier. Es ist nicht so ganz gleichmäßig, mein Bändelchen. Das ist, weil es heute so heiß ist und ich mit Baumwollgarn häkle und meine Fingerchen ein bisschen sticky sind, ein bisschen klebrig. Deswegen kann ich nicht so flüssig häkeln wie sonst immer. So geschmeidig. Nun häkeln wir dann mit den Kettmaschen weiter am oberen Schuhrand entlang bis zum Anfang der Runde. Und dann können wir auch schon unser Schuhchen beenden, dann sind wir schon fast fertig. Nun haben wir es fast geschafft, jetzt häkle ich hier ein bisschen am oberen Rand des Bildes, es ist nicht so vorteilhaft. Nun können wir das Garn abschneiden und es durch die letzte Maschenschlinge ziehen und dann vernähen mit einer Wollnadel. Jetzt nehme ich hier also die Wollnadel und vernähe das Garn im Schürchen, nachdem ich es abgebunden habe. Und dann ist unser erstes Schürchen auch schon fertig. Und dann wiederholen wir das Gleiche noch ein zweites Mal für das zweite Schürchen der Puppe. Und nun kann ich das Ende hier abschneiden und dann ist das Schürchen auch schon fertig. Das sieht doch süß aus. Dann kann ich hier eine Schleife binden. Und jetzt mache ich gleich einen kleinen Zaubertrick und zaubere dann auch ein zweites Schürchen herbei. Voila, da ist es, das zweite Schürchen. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich und die anderen Videos, wie gesagt, für die 25, 30, 38 cm Schürchen und so weiter sind unter diesem Video auch verlinkt. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!